Hallo liebe Zuschauer und einen schönen guten Morgen von Koh Samui aus mit dieser wunderbaren Aussicht. Ja, ich habe ja in einem meiner Filme mal den Mückenkiller gezeigt, den ich mir gekauft habe. Und einige haben dann gefragt jetzt, wie sind denn meine Erfahrungen damit? Also meine Erfahrungen sind dahingehend, ich habe ja zwei, einmal unten im Garten und einmal hier auf unserer Terrasse, dass Tiere da reingegangen sind und die sind dann auch getötet worden durch die Hochspannung. Das hat also auch soweit geklappt. Und dann hat einer mir etwas zukommen lassen, wie ich einen Geruchsstoff machen kann, damit mehr Tiere da in diese Falle reinkommen. So, und ich habe jetzt hier in so einer Flasche, da ist Wasser drin, da ist Zucker und Hefe. Ich habe jetzt Weinhefe genommen, weil ich die gerade hatte. Man kann aber auch Backhefe nehmen. Und dann wird dieser Zucker wird umgewandelt in Alkohol und die Dämpfe, die da entstehen, ziehen die Insekten an. Es sind mehr Falter und auch einige Mücken dabei. So, und wenn wir jetzt mal runtergehen in den Garten, da ist ja die große Station von mir. Da war anfangs, im ersten, zweiten Tag waren viele drin und dann war es wenig, sag ich mal, so um die 50 Mücken, über den Daumen gepeilt, waren immer drin. Und da habe ich dann auch diese Flasche dann angebracht und siehe da, es waren auf einmal mehr Mücken drin. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man dann ohne Mücken lebt. Also es ist nicht wie ein Magnet, wo die alle Mücken drauf zustürmen. Wenn ich auch jetzt noch in dem Garten rumlaufe, kommen die Mücken auch noch. Also die sind noch immer da. Aber alle, die in die Falle reingekommen sind, die können mich auf jeden Fall nicht mehr stechen. Und ich habe die den ganzen Tag an. Beide sind den ganzen Tag an. Das ist also von einer Nacht ist denn, was also hier in diese Falle reingekommen ist. Und was mir jetzt besonders aufgefallen ist natürlich, wo ich die Mücken und Falter gekillt habe, dass ich im oberen Bereich, im ersten Stock, weniger Mücken habe. Das war ja immer, was ich gesagt habe, die Mücken, die sind meistens unten in 1 Meter, 1,5 Meter Höhe. Und daher ist es auch immer besser, wenn man ein Haus hat, was auf Stelzen steht. Würde ich also jedem empfehlen. Unterm Strich muss ich sagen, war das keine schlechte Investition, denn jede tote Mücke belästigt mich nicht mehr und kann auch keine Krankheiten übertragen. Das ist ja ein großer Punkt, dass man die Dengue-Krankheit ja auch damit ein bisschen eindämmen kann. Ich hoffe, das war ein bisschen informativ für euch, für diejenigen, die sich so ein Ding anschaffen wollen. Ich kann es einem jeden raten, aber glaubt nicht, wie ich schon sagte, dass damit die Welt in Ordnung ist und es gibt keine Mücken mehr ringsherum. Die gibt es sehr wohl noch. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.